Wiedersehen, Madame. Monsieur? Ich möchte einen Sperrata brechen. Ein Berater? Ja. Um welche Branche geht es? Automobil. Warten Sie da, man ruft Sie auf. Vielen Dank. Wiedersehen. 64. Die 64. Sie sind dran, Monsieur. Ah, danke. Also, erzählen Sie alles. Gut, mein Name ist Alain Vaplaire. Ich bin 1954 geboren worden in Besançon. Da habe ich mit 17 mein Abitur gemacht und übrigens auch meine spätere Frau kennengelernt, Catherine. Ich habe die École des Mines in Paris als Jahrgangsbester abgeschlossen und sofort eine Stelle in der Industrie gefunden. Dann haben Catherine und ich geheiratet. Meine Tochter Julia wurde geboren, dann bin ich zur Luftfahrtindustrie gegangen. Ich wurde in den Exekutivausschuss gewählt, wurde Generaldirektor, aber nach 3 Monaten musste ich zurücktreten, weil meine Frau gestorben war. Da kam mein alter Freund Eric zu mir und so bin ich in der Automobilindustrie gelandet. Das ist auch der Grund dafür, dass die Liebe des Ostens manchmal um so vieles tiefer geht, als die Steigeisen mit den... mit denen das Rohr in den Eisberg schneidet, den man passiert. Aber Achtung, Achtung. Niemals Wolken im Carpaccio. Auf keinen Fall. Monsieur, haben Sie kürzlich einen Schlaganfall gehabt? Genau wie mein Vater. Ich merke, dass Sie unter Stress Schwierigkeiten haben, sich auszudrücken. Ich denke, Sie sind nicht in der Lage zu arbeiten. Ich rate Ihnen, sich auszuruhen und sehr intensiv mit einem Logopäden zu arbeiten. Es gibt keinen anderen Weg. Guten Tag, Monsieur Vaplaire. Du bedankst dich nie, hm? Niemals. Da sind 2 Fehler drin. Wir sind spät dran. Nein, nein, Sie sollten sich ausruhen. Ich kann mich ausruhen, wenn ich tot bin. Monsieur? Hallo, Monsieur? Mademoiselle, fehlt Ihnen was? Mein Vater hatte einen Schlaganfall. Das muss nicht unbedingt schlimm sein. Der Samba in der grünen Nacht. Für die grüne Nacht ist der Samba das... Er redet ja kompletten Blödsinn. Sprachzentrum und Gedächtnis sind betroffen. Wir werden Sie testen. Schrubhauber, Dienstag, Mistloch. Keine Angst, die Presse wird nichts erfahren. Ich hasse dich allein. Ich muss zu meiner Psychopathin. Überholen! Jawohl! Wenn Ihnen ein Wort nicht einfällt, probieren Sie einen anderen Weg. Ein schnelles Pferd, das läuft. Salopp? Beinahe. Wie fühlen Sie sich heute? Ich will hier raus. Guten Tag, Monsieur. Sie sind ja in Topform. Wiedersehen, Madame. Erst tun Sie alles, damit ich Ihnen helfe, und dann melden Sie sich nicht mehr. Seit 3 Jahren quäle ich mich durchs Studium, damit du dich endlich mal für mich interessierst. Es gehört sich nicht, Menschen so auszunutzen. Ich bin vergoren ohne Sie. Ich brauche das Rat einer Frau. Das ist unmöglich. Das ist doch nicht Ihr Ernst. Ich suche dich seit 1 Stunde. Ich habe mich total verfaulen. Das ist ab jetzt dein Gedächtnis. Hier bist du zu Hause, das bist du. Du verläufst dich nie mehr. Oh, Funke. Funke Dielmals. Monsieur? Einen Tee und einen Fäcker. Na klar, Bruder.